Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Das ist nichts anderes als eine Bewegung. Unsere Sonne, die gesamten Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Das dauert etwa 26.000 Jahren und diese Bewegung wird berücksichtigt in indischen Berechnung. Es ist eine sehr präzise Berechnung, aber anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Aniada, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse. Und als erstes starte ich mit diesem Engel. In diesem Tag, wo du geboren bist, herrschte Engel Nithael. Und so beschreibt die Kabbala. Die Kabbala bestimmt die Engel, auch die Namen, und sie werden auch zu einer Zahl zugeordnet. Und Engel Nithael hat die Zahl 54. Das hat sicherlich auch eine Bedeutung in dein Leben. Das ist dein persönlicher Schutzengel. Engel Nithael ist Engel der ewigen Jugend. Engel Nithael bringt Glück, hütet das Wissen über die Erde, bringt Schönheit und etwas Gutes in unserem Leben und zeigt auch einen gewissen Glanz, hilft bei Heilung und schenkt dieser jugendliche Frische, die Lebenskraft, gibt uns ein Gefühl für Schönheit, Ästhetik, Kunst und Kreativität, hilft unsere Ziele, unseren Ideen verwirklichen. In diesem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen. Tierkreiszeichen Stier ist dein Lagna oder dein Aszendent. Du bist ein Kind davon. Die Stier beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Venus ist die Planet für Schönheit, Ästhetik, Kreativität und Harmonie und weiblichen Energie. Und du hast diese weiblichen Ausstrahlung auch Aussehen. Und du vermittelst eine gewisse Ruhe und die Menschen lieben das. Du strahlst Ruhe aus. Und das macht dich liebenswürdig, macht dich beliebt. Im zweiten Lebensbereich sind es die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, auch Finanzen. Dieser Lebensbereich herrscht die Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Tierkreiszeichen Zwillinge vermitteln eine gewisse Leichtigkeit und etwas Spielerisches. Wenn das um deinen Werten geht, natürlich steht in Verbindung mit Engel Nithael, wo auch diese jugendliche Frische vermittelt. Und das sind schon deine Werte. Das ist deine innere Kraft auch. Du vermittelst diese jugendliche Ausstrahlung und das wird auch wertgeschätzt. Aber die Tierkreiszeichen Zwillinge vermitteln etwas Spielerisches und wenn das um Geld geht oder bei Einkauf, verspürst du nicht die Strenge, sondern
manchmal leichtsinnig kaufst etwas, was du später bereust. Wenn das um deinen eigenen Werte geht, dann erzähle ich die Geschichte von den beiden Zwillingen. Es gab eine Königin namens Leda. Sie war die Königin von Sparta. Der Himmelsgott hieß Zeus. Und Zeus liebte Frauen. Zeus verliebte auch Leda und Zeus verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Das Problem war aber, dass Leda verheiratet war mit dem König von Sparta und wurde von ihrem Ehemann aber auch schwanger und gebar die beiden Zwillinge, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also war menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, und erbte die Unsterblichkeit. Die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Und dann kam der Tag, wo Kastor sterben musste oder war am Sterben. Und Pollux ging zu seinem Vater und sagte zum Zeus, er möchte auch sterben, weil er will nicht seinen Halbbruder alleine lassen im Sterben. Er möchte auch da begleiten. Und das berührte Zeus und hat den beiden unsterblich gemacht und hat den beiden Zwillinge im Himmel gesetzt und sie leuchten im Tierkreis, zeichnen Zwillingen. Die beiden, Kastor und Pollux. Und diese Geschichte zeigt uns, was wir wissen sollen, und die Zwillinge vermitteln Wissen. Dass wir erkennen, dass wir haben einen Teil in uns, was stirbt, und das, was wir erleben, unseren menschlichen Schicksalsweg, wir wissen, wo das endet, wir sterben. Das ist dieser sterbliche Teil in uns, unserem Körper, auch die Materie. Aber in unserem Inneren haben wir ein Funke von den Göttlichen, ein Teil von den göttlichen Schöpfung, und das ist unsterblich. Und dieser unsterblichen Teil in uns nennen wir Seele. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper und kehrt zum Gott zurück mit vollem Bewusstsein, Erinnerungen und Gefühlen. Das ist alles gespeichert in unserer Seele. Und die Zwillinge erzählen davon. Und dieser Teil unserem menschlichen Schicksalsweg und dieses Göttliche ist verbunden. Die sind miteinander verbunden. Und wir finden das in unserem Inneren in einer Art meditative Haltung, die absolute Ruhe. Und unsere Seele kann sogar sprechen. Die spricht zu uns über Träume. Das sind die Traumbilder. Ich würde nicht behaupten, dass jeder einzelne Traum so ist, weil im Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Und diese Träume vergessen wir, das hat überhaupt keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen, und das ist so lebendig, wenn das wirklich so wäre, und wir erinnern daran, dann können wir sicher sein, das war die Sprache der Seele. Es ist eine Blumensprache und die Traumdeutung versteht das. Ich kann Träume deuten, sehr gut sogar, und ich liebe das auch. Und diesbezüglich kann ich immer weiterhelfen. Also die Träume sind die Sprache der Seele. Und diese Verbindung ist da. Und wenn wir in Verbindung sind mit unserer Seele und verstehen wir unsere Träume
oder wir hören auf unserem gesundes Bauchgefühl, dann haben wir schon in Verbindung zum Göttlichen und dieser Kanal öffnet sich. Und das ist ein anderes Bewusstsein. Man könnte sagen, das ist ein höheres Bewusstsein. Und wenn du das entdeckst, dann hast du hier in deinem Inneren vieles zum Entdecken und das sind deine Werte. Und steh zu deinen Werten. Komm zu diesem Bewusstsein. Das Wunderbare daran ist, gerade in diesem Lebensbereich, dass dadurch verbessert sich die Finanzen, weil das Selbstwertgefühl hängt mit den Finanzen zusammen. Wenn jemand sagt, oh, ich habe das nicht verdient, mir steht das gar nicht zu, dann hat eben nicht verdient, wie soll das Geld im Fluss zu kommen? Dieser Mensch blockiert selbst die Finanzen. Und es gibt aber Menschen, die sagen, das steht mir zu, ich habe das verdient, ich nehme das im Besitz. Die haben einen anderen Bezug zum Geld. Und das ist die Energie, was hier sich verbindet. Die dritte Lebensbereich zeigt die Schule in früheren Jahren. Später zeigt sich die Kommunikation, die Austausch, Nachrichten, Verbindungen. Verbindungen über Internet, über Schulungen, über Seminare, über Medien, aber auch Verbindungen zum Verwandten, Nachbarn, Bekannten. Hier bewegt sich einiges. Und diesem Lebensbereich öffnet den Tor und herrscht auch den ganzen Lebensbereich den Tierkreiszeichen Krebs. Und das bedeutet, dass du kannst diese familiäre Verbindungen aktivieren, weil das ist sehr liebevoll. Aber kann auch ein Hinweis sein, dass für dich das alles zu stressig ist und brauchst die Ruhe, brauchst die Rückzug. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche das immer mit einem Baum und das bedeutet, hier ist die Wurzel des Baumes. Und hier haben wir Halt. Was gibt uns Halt im Leben? Das ist die Traditionen, das sind unsere Herkunft, das ist unserem Zuhause. Und in erster Linie ist hier unserem Zuhause beschrieben. Und dieser Lebensbereich ist die Tierkreiszeichen Löwe. Und die Tierkreiszeichen Löwe vermittelt dir etwas, was dich im ganzen Leben begleitet. Hier findest du die Basis, die Fundament, was dir die Stärke gibt. Von hier aus wächst dieser Baum, wächst und dehnt. Aber das ist die Wurzel, die Fundament, das, was dich stärkt. Die Löwe symbolisiert das Selbst. Du selbst bist du die Stärke, die Basis, die Fundament, sogar so stark, dass du andere unterstützen kannst. Dazu brauchst aber eine starke Selbstbewusstsein. Die Tierkreiszeichen Löwe wird von Sonne beherrscht und das ist Glanz. Das steht in die Mitte, in unserem Sonnensystem. Und so fühlen sich auch die Löwengeborenen. Die stehen in die Mitte. Sie haben auch diese Ausstrahlung, werden auch wahrgenommen. Und dieses Gefühl brauchst du im Leben, weil das gibt dir die Halt. Die Sonne ist die Zentrum unserem Sonnensystem. Und in unserem Körper ist unserem Herz die Zentrum, unserem Körper. Astromedizinisch ist die Sonne zum unserem Herz zugeordnet. Wenn du auf dein Herz hörst,
bei Entscheidungen, dann entdeckst du deine Kraft, deine Stärke. Und ein Löwe kann auch brüllen. Wenn da ein Angriff kommt, lauft nicht davon. Das gibt dir die Halt im Leben. Der nächste Lebensbereich sind die Kinder. Deine Kinder, Enkelkinder, aber auch deine eigene Kindheit und inneren Kind. Und das würde ich immer empfehlen, dieses inneren Kind pflegen. Dass wir mal selbst zu uns sagen, mal mit Schulterklopfen, bravo, hast gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Das stärkt uns innerlich. Hier in diesem Lebensbereich lernen wir etwas von Kindern. Und von Kindern können wir vieles lernen, weil die zeigen uns etwas. Dass wir das Leben auch mal spielerisch betrachten. Und dass wir kreativ sind. Und das zeigt Lebensfreude. Und wir brauchen diese Lebensfreude und das zeigt sich hier, dieses Bild. In diesem Bereich ist bei dir die Tierkreiszeichen Jungfrau. Das ist bescheiden und klug. Du warst auch ein kluges Kind, aber eher zurückhaltend. Der nächste Lebensbereich ist die Arbeit, die Pflichten, andere zu dienen, für anderen da zu sein, aber zeigt auch die Gesundheit. Und hier ist die Tierkreiszeichen Waage. Wenn du gesundheitliche Themen hast, dann achte immer auf diese vage Energie und das heißt inneren Gleichgewicht. Vage steht astromedizinisch zum Nieren, aber steht auch zum Haut in dem Sinne von Schönheit, die Haut. Über die Tierkreiszeichen Vage herrscht Venus. Natürlich, hier handelt sich auch die liebe Partnerschaft bei diesem Tierkreiszeichen. Und wenn du glücklich bist in die Liebe, das ist ein Balsam für die Seele und das heilt auch. Wenn du dieses Bild betrachtest, hier dein Geburtsmoment, dein erster Atemzug, das ist Stier. In dem Moment schaust von Osten nach Westen und siehst du einen Spiegel. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in unserem Geburtsmoment sehen etwas in diesem Spiegel und dass die Kinder bis etwa dritte Lebensjahr haben noch die Erinnerungen. In diesem Spiegel ist der Seelenpartner und gleichzeitig öffnet sich die Tür zu dem Lebensbereich Partnerschaft und hier befindet sich die Skorpion. Die Skorpion kennt auch die Tiefe, auch die tiefen Gefühle. Und die Skorpion zeigt uns die Wandlung in unseren Emotionen. Und die Skorpionen kennen auch mal Tiefe wie Angst oder Zweifel, all diesen Gefühlen auch. Und wenn du von diesen Gefühlen verabschieden kannst, dann steigst nach oben. Die ganze Energie steigt nach oben wie Phönix aus der Asche. Und hier im Skorpion herrscht Mars und Pluto. Hier herrscht Venus, hier herrscht Mars, das Weibliche und das Männliche. Und Pluto vereint. Pluto steht auch für Sexualität. Pluto ist die Kraft, was das Leben erhält.
Und dazu gehört auch die Sexualität. Pluto ist die Kraft, was die Jahreszeiten bewegt, die Kreislauf des Lebens. Das ist die Kraft, was das Leben erhalten bleibt. Eine konzentrierte, machtvolle Kraft. Und Pluto erlaubt das gar nicht, dass jemand dieser Kraft raubt. Bei Pluto gibt's alles oder nichts. Und dieser Prinzip ist Skorpion-Prinzip und überträgt sich bei dir im siebten Lebensbereich, wo um die Partnerschaft geht. Dann sind wir im achten Lebensbereich, das heißt Tod, aber in dem Sinne hat das mit Todesfall auch zu tun. Hier sind auch die erbschaftlichen Themen, aber das ist weniger das Tod gemeint, sondern gerade diese Pluto-Energie, alles loslassen, was Energie, Zeit, Kraft raubt. Das ist die Transformation. Und hier sind nicht nur diese Veränderungen, sondern auch die Pluto-Energie, was auch die Sexualität beschreibt und auch ämtlichen Themen. Das hat weniger mit Sexualität was zu tun, aber durch das Thema Tod kommen wir auch zu solchen Situationen, Erbschaft oder das Geld von Partner oder Investitionen. Dieser Lebensbereich herrscht in dein Horoskop, die Tierkreiszeichen Schütze. Der nächste Lebensbereich ist das neunte Lebensbereich. Hier sind die Reisen, auch Ausland, Urlaub, Auslandskontakte, Fremdsprachen, aber auch die inneren Reise, Nachfragen, das Sinn des Lebens oder so die Suche nach Gott. Hier sind auch die höheren Bildung zugeordnet und in diesem Bereich herrscht die Tierkreiszeichen Steinbock. In der ersten Lebenshälfte wirkt Steinbock eher streng, einschränkend. Im zweiten Lebensbereich bringt das alles in Form und zeigt, wie wichtig das ist, hier dich mal einsetzen. Das zum Beispiel als Ziele setzen und dabei bleiben, weil du erreichst es mit Geduld, Ausdauer. Und jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Das ist die Krone des Baumes, das Höchste, was man erreichen kann. Zeigt auch, wie man erreicht die Ziele. Und hier ist auch die Berufung, aber das können auch andere Ziele auch sein. Hier bekommen wir Ansehen und Anerkennung. Hier tragen wir die Kronen. Und in diesem Bereich herrscht Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann, auch in Mythologie, steht mit Adler in Verbindung. Und das passt auch zum Wassermann, weil die Tierkreiszeichen Wassermann hat schon diesen Adlerblick, ein Weitblick. Die sind immer in Zeit voraus, haben geniale Ideen auch. Das ist der Ideenreichtum des Wassermanns. Und ein Wassermann möchte nicht durchschnittlich sein. Ein Wassermann will immer anderes sein wie alle anderen und fühlt sich einzigartig, außergewöhnlich. Und diese Wassermann-Energie wirkt bei deinem Ansehen und das erreichst du, wenn du dich einzigartig fühlst. Im Beruflichen ist etwas Originelles beruflich zu machen. Astrologie steht auch in Bezug zum Wassermann. Weil hier beginnt auch die Schöpfung. Die ganze Schöpfungsgeschichte steht mit Uranus in Verbindung und Uranus herrscht über die Tierkreiszeichen Wassermann. Dann sind wir beim nächsten Lebensbereich. Das sind die Hoffnungen, die Gewinne im Leben, auch unsere Wünsche.
Aber nicht nur das, sondern auch Freundschaften, soziale Kontakte, Verbindungen zu gleichgesinnten Menschen, wie zum Beispiel ein Verein. Hier herrscht die Tierkreiszeichen Fischen. Und das betone ich immer wieder, dass diese Tierkreiszeichen aus zwei Fischen besteht. Die eine Richtung ist die Angst, die Zweifel, das blockiert, das zieht die Energie nach unten. Und die andere Richtung ist die Traum. Hier herrscht Neptun und Neptun ist der Planet zu unserem Träumen. Entstehen auch durch Neptun-Energie die Traumbilder. Also hier kannst deine Träume leben, vor allem dieser Lebensbereich steht zu Wünsche. Aber dann bestimmt die Richtung, die richtige Richtung. Und das ist das Vertrauen und daran Glauben. Daran liegt die ganze Geheimnis und hier ist die Reichtum verborgen. Die Wohlstand ist bei Stier, die Reichtum ist aber bei den Fischen. Aber nur in die eine Richtung. Wenn jemand einen Traum, eine Vision hat, und das haben wir alle, das kennen wir alle, unsere Träume. Es gibt Menschen, wo die dann sagen, oh, träum nicht so viel, bleib bodenständig. Und die andere Richtung ist, und das zeigt die Tierkreiszeichen Fische, wo das sagt, ich glaube an meinen Traum, ich glaube in diesem Vision, ich vertraue das einfach. Und ich weiß, ich muss das nur loslassen, geschehen lassen, das kommt genauso, wie ich das fühle. Hier ist Wasserelement und das heißt fühlen. Und das erlebst hier, weil hier sind deine Wünsche, alles Wunscherfüllung. Und bei Freundschaften natürlich, die Fischenenergie zeigt liebevolle, mitfühlende Menschen und auch die, wo künstlerisch begabt sind. Aber die andere Richtung wäre Menschen, die dich dann ausnützen. Weil sie ständig, jetzt gar nicht finanziell ausnützen. Hier handelt es sich um Gefühle, wo immer wieder zu dir kommen und versuchen, dein Mitleid erwecken und du bist immer für die anderen da. Und es ist deine Zeit und deine Kraft. Wenn du das mit Hingabe machst, ist wunderbar, aber wenn du dich ausgenützt fühlst, dann entstehen bei dir die verletzten Gefühle. Hier im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse, zwar die tiefen Geheimnisse, das Leben, auch die Erinnerungen. Hier sind auch die Ursache, die Erkrankungen. Und hier sind alles, was geheim ist. Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert. Und hier sind auch unsere geheimen Feinde und wieder herrscht in diesem Lebensbereich und das kannst du natürlich dich da durchsetzen, lass du nichts gefallen. Das Problem ist aber, wenn ich dein Horoskop betrachte und bei dieser Elementenverteilung schauen wir die Planeten bis Saturn, weil das sind die persönlichen Planeten und natürlich Aszendent. Und wir haben vier Elemente. Feuerelement gibt die Kraft, die Mut, uns durchsetzen im Leben und zeigt auch Mut, etwas Neues beginnen, all das, was uns begeistert. Feuer, das ist beweglich, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Die Erde-Element gibt uns die Bodenständigkeit, die Sicherheit und die Stabilität, hat einen Bezug zum Materie. Das hat immer eine Struktur. Luft-Element gibt die Leichtigkeit, das Spielerische, hat einen Bezug zum Kommunikation und Gedanken. Und Wasser-Element herrscht über das Unbewusste. Auch über unsere Sehnsüchte und Träume, aber herrscht auch in unseren Gefühlen. Wenn ich dein Horoskop betrachte, bis Saturn,
weil bis dahin sind die persönlichen Planeten. In indischer Astrologie arbeitet man auch nur bis Saturn, die berücksichtigen Uranus, Neptun und Pluto nicht, nur die moderne Richtung, aber ich möchte da nicht verzichten von diesen äußeren Planeten. Wenn ich das in dein Horoskop betrachte, du hast im Feuerelement keine Energie. Kein Planet, auch Sonne, Mond befindet sich woanders. Es fehlt die Feuerelement. Nicht erschrecken, bist nicht die Einzige. In jedem Horoskop kann das vorkommen, dass ein oder sogar zwei Elementen fehlen, aber das Lernen wird dann aneignen oder andere unterstützen dabei. Und hier ein Sieg haben über deinen Feinde. Und das kann auch die Angst sein. Das sind auch unseren Feinden, diesen Gefühlen, weil das blockiert auch. Die wieder gibt dir die Kraft, das zu bekämpfen. Und natürlich die Basis ist auch Feuerelement, was du brauchst, dieser Löwe, zu dir selbst zu stehen. Und Schütze ist auch Feuerelement, zeigt die Transformation, die Wandlung. Und wieder zeigt noch etwas. Über die Tierkreis zeichnen wieder herrscht Mars und das ist die Kraft. Auch die Durchsetzungskraft. Und hier bei Rückzug, du brauchst immer wieder diesen Rückzug, zur Ruhe kommen, weil in Ruhe liegt die Kraft. Das ist für dich wie eine Tankstelle, wo du Kraft bekommst. Der einzige Planet, was in Feuerelement ist, das ist Pluto. Pluto hast du im Löwe. Es ist zwar nicht die persönlichen Planeten, aber Pluto kann dich unterstützen und vor allem gibt dir die Halt. Pluto ist Macht und hält die Kraft, die Energie konzentriert zusammen, weil das hält das Leben erhalten. Und du brauchst diese Konzentration, in deiner eigenen Kraft zu bleiben. Jetzt schauen wir an Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Jungfrau im fünften Lebensbereich. Das ist für dich ein sehr wichtiges Thema. Kindheit, Kinder, deine schöpferische Kraft, etwas gestalten. Dein Leben schöpferisch gestalten. Und die Jungfrau unterstützt dich dabei, diese Klugheit und Bescheidenheit der Jungfrau. Das kann natürlich für dich bedeuten, in Kindheit wolltest du dich mit diesem Sonnenhaften dich behaupten. Du wolltest gerne im Mittelpunkt sein, dass du wahrgenommen bist und die Jungfrau hat diese etwas zurückhaltende Haltung, dass du da in deiner Kindheit übersehen wurdest oder nicht wirklich wahrgenommen wurdest. Mond befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Fischen. Mond ist erhöht in Tierkreiszeichen Fischen, steht sehr enge Verbindung und das ist deine Stärke und das ist deine Intuition, deine Kreativität, deine künstlerische Begabung, deine Träume, das Unbewusste. Sonne und Mond stehen im Horoskop gegenüber und das bedeutet, es war Vollmond. Vollmondtag bist du geboren. Und diese Vollmondtagen haben für dich etwas Persönliches.
Und es kann es natürlich nützen in dein Leben, immer wenn das Vollmond ist, dann weißt du, aha, das ist so meine Energie, da bekomme ich Klarheit, Orientierung, da öffne ich mein Auge, ich spüre diese Lebensenergie. In indischer Astrologie wird gesagt, dass die vollmondgeborenen Kinder haben Glück im Leben, weil im Vollmond sehen wir etwas. Das ist Licht, den Weg wird beleuchtet. Und so zeigt sich auch, das Lebensweg wird beleuchtet. Merkur erst kommt Mars. In indischen Astrologie gibt es andere Reihenfolge als in westlichen Astrologie. In westlichen Astrologie wird das die Reihenfolge betrachtet, wie das die Entfernung von Sonne ist, also Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Und bei Indischen ist das anderes. Sie starten dann mit Sonne, das ist Sonntag, und dann kommt Mond, das ist Montag, dann folgt Mars, das ist Dienstag, und dann Merkur, das ist Mittwoch, dann kommt Jupiter, das ist Donnerstag, dann kommt Venus, das ist Freitag, dann kommt Saturn, das ist Samstag. Also nach Wochentagen, also jetzt machen wir auch so nach Wochentagen, also folgt dann Mars. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und das im achten Lebensbereich. Im Grenzgebiet zwischen neunten Lebensbereich. Schon im Steinbock, aber achte und neunte Lebensbereich. Ich setze mehr zum Steinbock, Mars im Steinbock, aber hat einen Einfluss auch auf den achten Lebensbereich, auch auf den neunten Lebensbereich. Mars zeigt die Kraft, wie du dich durchsetzen kannst im Leben. Und das ist Steinbock, aber exakt im Grenzbereich. Also wirklich 0 Grad und wie viel ist das? 54 Minuten. Also das ist exakt im Grenzbereich zwischen Schütze und Steinbock. Und das bedeutet, du kennst beide Seiten. In dem Moment, wo du geboren bist, war schon im Steinbock, aber hat auch von Schütze Färbung etwas, weil als Grenzgänger kennt beide Seiten. Und weil in dein Geburtshoroskop fehlt die Feuerelement, also das unterstützt dich, dass du immer wieder einen Schritt zurücknimmst, von Steinbock zurück auf Schütze, und dann hast du die Feuerelement. Und Mars ist der Feuergott. Agni hat mit Feuerelement schon was zu tun. Und in deinem Leben kann das für dich sehr hilfreich sein, dass du nicht spontan reagierst, wenn du zum Beispiel wütend bist oder möchtest dich behaupten oder möchtest du etwas in Bewegung setzen, dann mach einen Schritt zurück, dann tief durchatmen und dann zeigst du Kraft. In dieser Rückzug, in dieser Ruhe liegt deine Kraft. Und dann verspürst du die Schütze-Energie, diese Feuerenergie. Du kannst Mars mit Feuer aufladen und Mars reagiert. Mars bedeutet nicht nur diese Kraft, dich durchsetzen im Leben, sondern Mars bedeutet auch der Mann. Und Schütze steht zum Ausland in Verbindung, und hier Steinbock liegt auch im Lebensbereich Ausland,
Und das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, entweder dein Partner liebt Reisen oder du kennenlernst die große Liebe im Ausland oder er hat einen Bezug im Ausland, weil er hat einen zweiten Wohnsitz oder geschäftlich im Ausland oder hat ausländische Herkunft. Merkur ist der Planet der Sprache, das Lernen, Kommunikation und Handlungen. Merkur ist in dein Horoskop in Tierkreis, Zeichen Waage. Und das hat einen Einfluss auf deinen Alltag, auf deinen Beruf. Jetzt möchte ich etwas betonen. Der dritte Lebensbereich steht für Lernen, steht für Medien, zum Sprache, zum Kommunikation. Hier hast du Krebs. Da fühlst du dich wie zu Hause. Dann hast du die Sonne, was dein Selbst und deine Selbstdarstellung symbolisiert, ist im fünften Lebensbereich, wo deine Kreativität liegt. In Tierkreiszeichen Jungfrau und über die Tierkreiszeichen Jungfrau herrscht Merkur. Also mit dieser Merkur-Energie kannst du dich verwirklichen, künstlerisch gestalten und Merkur selbst im Waage, was auch mit Kunst und Kreativität und Schönheit und Ästhetik in Verbindung steht und das im Bereich Arbeit. Wenn das alles so zusammenfügen, dann würde ich sagen, da liegt deine Kreativität in Sprache. Ob du das durch Vorträge machst, durch Seminare oder Schulungen oder ein Buch oder mehrere Bücher zu veröffentlichen. Jupiter zeigt unsere Größe. Jupiter schenkt uns auch Glück im Leben und vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Jupiter steht in dein Horoskop, in Tierkreiszeichen Krebs, im dritten Lebensbereich. Genau das Kommunikation, Medien, daran liegt deine Größe, daran liegt deine Chancen und daran liegt auch dein Glück. Venus ist der Planet der Liebe. Venus ist alles, was schön ist. Kunst, Kreativität, Schönheit, Harmonie und Liebe. Das ist ein weiblicher Planet und zeigt uns Frauen unsere Weiblichkeit. Venus befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Skorpion. Und verleiht für dich zu deiner Weiblichkeit, eine erotische Ausstrahlung, das ist Skorpion, und auch etwas Mystisches, etwas Geheimnisvolles. Du bist als Frau so wahrgenommen, als geheimnisvoll, erotisch, weiblich. Und das ist für dich ein sehr wichtiger Lebensbereich, die Partnerschaft, weil du hast Aszendent Stier. Und über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Und wo im Horoskop Venus befindet, das ist für dich eine sehr,
sehr wichtige Lebensbereich, und das ist Partnerschaft. Und das im Skorpion. Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Weil Saturn ist der Planet der Schicksal und auch der Planet der Karma. Und Saturn ist auch der große Lehrmeister. Wenn ich beschreibe Saturn astromedizinisch, dann kann ich Saturn näher bringen. Astromedizinisch herrscht Saturn über unserem Knochen, unserem Skelett. Und es gibt uns Halt im Leben. Saturn herrscht auch über unserem Haut, wenn es um die Schönheit und Reinheit der Haut geht. Dann ist es Venus. Aber die Haut als Schutz im Körper, was unserem Körper in Form bringt und schützt uns von äußeren Einflüssen, diese Form von Haut ist zum Saturn zugeordnet. Das heißt, Saturn gibt uns Halt. Saturn grenzt uns zwar ein, aber das ist für uns ein Schutz und belehrt uns und begleitet uns in unserem Schicksalsweg. Und wenn wir Quatsch machen, dann Saturn korrigiert das. Also es ist nicht immer einfach, einen Saturn-Einfluss zu erleben, aber wenn wir verstehen, warum, und wir erkennen auch unsere Hindernisse als Notwendigkeit, weil wir dadurch etwas lernen, dann verstehen wir auch die Saturn-Energie. Saturn befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Waage im sechsten Lebensbereich. Saturn wirkt in jungen Jahren eher einschränkend, und das hast du erlebt in die Arbeit. Aber im zweiten Lebenshälften wirkt Saturn sehr unterstützend, weil gibt etwas Sicherheit, Stabilität und möchte etwas in Form bringen. Und hier hast du Aufgabe. Hier hast du Aufgabe, und das ist die Merkur-Energie im Waage. Erstens bedeutet das, das zum Sagen, was du sagen willst. Waage ist sehr diplomatisch und Waage möchte niemand verletzen. Also achtet auf die Wortwahl. Aber wenn du auch mal Wut hast und sagst du etwas, dann steh dazu. Ein Waage neigt dann später versuchen, das in Ordnung zu bringen oder sich entschuldigen, wieder in Harmonie zu bringen. Wenn das wirklich angebracht ist, dann ist das wunderbar. Aber wenn du nur aus diesem Grund machst, du andere nicht zu verletzen, dich zu beliebt zu machen, und du selbst aber fühlst dich verletzt, dann kippt die Waageschale und kippt dein inneren Gleichgewicht. Und du brauchst die inneren Gleichgewicht, weil du bist im Vollmond geboren, und das heißt, Sonne, Mond liegen gegenüber und symbolisieren die Waageschale. Und die halten auch die Gleichgewicht. Und das ist für dich in dein Leben ein sehr wichtiger Punkt, das Gleichgewicht. Weil daran liegt auch die Gerechtigkeit, und du verdrehst auch diese Gerechtigkeit. Nehmen und geben im Gleichgewicht zum Halten. Die inneren Gleichgewicht achten. Uranus befindet sich auch im Krebs, auch hier im sechsten Lebensbereich. Astromedizinisch herrscht Uranus über die Nervensystem, und das muss ich
mal auch dazu sagen, weil die wirken auch auf den Gesundheitszustand. Wenn du dieses Gleichgewicht verlierst, dann kommt die Nervosität und diese Anspannung. Und du brauchst aber die Ruhe, weil daran liegt auch deine Kraft. Neptun befindet sich auch in Tierkreiszeichen Waage, auch in diesem Bereich. Und Neptun gibt die künstlerische Begabung, das Bildhafte, das Schöne. Also du bist sehr ausgeprägt, talentiert, was die Kunst betrifft. Und Richtung ist die Sprache. Pluto befindet sich im Löwe. Und das im tiefsten Punkt des Horoskopes, hier gibt dir die innere Kraft, wo deine Basis ist. Auf diese Kraft kannst du vertrauen. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Die ganze 12 Tierkreiszeichen wird nochmal unterteilt und dann kommen die Einflüsse nicht nur von Tierkreiszeichen, sondern auch von Fixsternen, also von anderen Sternbildern. Dein Aszendent wird von Kritika beeinflusst, also steht im Mondhaus Kritika, und hier wirken die Plejaden. Die Plejaden sind 7 Geschwister, die Töchter von Atlas. Und die wichtigste bei den Plejaden ist Alkyone. Bildet sich ein höheres Sonnensystem. Und Alkyone bedeutet die, wo über den Bösen siegen kann. Aber wie wirkt die Plejaden auf deine Persönlichkeit? Die Plejaden gelten als Regengeschwister oder andere Mythologie beschreibt die als Weinenden. Sie weinen, sie haben Tränen. Die weinen um ihren Bruder, weil ihren Bruder ist im Brunnen gefallen. Und die Plejaden befinden sich im goldenen Tor, die Ekliptik. Die Plejaden und auch die Hyaden, das sind die auch Geschwister, Halbgeschwister von den Plejaden. Also die Plejaden sind die 7 Geschwister und die Hyaden auch sind 7 Geschwister und sie sind miteinander Halbgeschwister, weil der Vater ist Atlas. Und hier im goldenen Tor, die Ekliptik, entscheiden wir uns, in welchen Einstellung wir haben. Und das beschreibt wunderbar Frau Holle. Sind wir die Gewinner im Leben oder sind wir die Verlierer im Leben? Sind wir die Pechmarie im Leben oder sind wir die Goldmarie im Leben? Und die Plejaden hier für dich zeigen dir persönlich auf deinem Lebensweg, achte auf deine Einstellung. Wenn du optimistisch bist und sagst, ich gewinne in mein Leben, ich habe Sieg, weil ich beherrsche mein Leben, da regnet Gold. Wenn du aber das aufgibst und glaubst nicht mehr an dir selbst, dann regnet Pech. Dann fühlst du dich aber enttäuscht. Und hier ist die Lebenseinstellung ist die Schlüssel zu deinem Glück. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und befindet sich in einem Mondhaus, was Chitra heißt. Und dieser Chitra befindet sich die Balancepunkt.
Du brauchst Balance in dein Leben. Die Gleichgewicht brauchst du, zeigt auch dieser Mondhaus. Wird von Speaker bestrahlt. Speaker ist die Weizenehre der Jungfrau, wirkt aber noch in diesem Bereich Waage. Speaker ist im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Und das heißt mit anderen Worten, das trägt Früchte. Sonne ist im Jungfrau, wird von Speaker bestrahlt, aber Speaker bestrahlt ein Teil auch von Waage, wo hier wirklich eine Aufgabe hast. Das bedeutet, wenn du dein Werk machst und verspürst deine schöpferische Kraft und du veröffentlichst es, das trägt Früchte. Mond befindet sich in Fischen und das ist die letzte Mondhaus, heißt Revati, und zeigt etwas zum Ende bringen. All das, was du vorhast, deine Ziele, deine Wünsche nicht aufgeben, sondern verwirklichen, zum einen krönenden Abschluss bringen. Mars im Grenzbereich zwischen Schütze und Steinbock, aber schon im Steinbock, befindet sich in ein Mondhaus und das heißt Uttarashada und heißt Respekt, Würde, Anerkennung ist dein höchster Wunsch. Und das soll auch so bleiben, weil daran liegt deine Kraft und dafür kämpfst du im Leben. Also Mars kann auch kämpfen, sehr kämpferisch. Merkur befindet sich im Waage und dieser Mondhaus heißt Svati. Nicht nur Merkur, sondern Saturn ist auch im selben Mondhaus Svati. Und dieser Begriff kommt von Sanskrit und bedeutet Sva selbst, Ati bedeutet Seele. Also du lebst dein Selbst, deine Seele ist für dich sehr wichtig. Saturn belehrt dich, das zu tun. Und Merkur steht in Verbindung zum Kindheit und Jugend. Wenn das für dich vermittelt wurde, zu dir selbst zu stehen, auch zu deiner Seele, dann hat dich das gestärkt in dein Lebensweg. Wenn das dir nicht vermittelt wurde in Kindheit und Jugend, dann sollst du auch an deinem inneren Kind arbeiten und dazu stehen. Dieser Mondhaus wird von Kreuz des Südens bestrahlt, beeinflusst. Dieses Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar und befindet sich in diesem Sternbild den Südpol. Und Südpol dient zum Orientierung. Und dieses Sternbild, das Kreuz des Südens, vermittelt religiöse und spirituelle Themen. Und die indischen Astrologen saßen in diesem Sternbild zwei Schwerter, die sich kreuzen und Schwert symbolisiert, Trennen von Angst, so wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs und dieser Mondhaus heißt Pushya und heißt eine sehr starke Intuition, auch ein Gefühl, wann ist der richtige Moment zum Handeln, wann ist die Zeit eher zurückhaltend zu sein, nach deinem Gefühl die Zeit bestimmen, aber auch die Ort, dieses Gefühl im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein, bringt dir Glück. Venus befindet sich in Skorpion, hier im siebten Lebensbereich. Anuradha ist dieses Mondhaus und Anuradha bringt Glück.
In indischen Astrologie wird gesagt, auf Elefanten reiten, und das ist das Glücksbringende. Du hast Glück in die Liebe, Partnerschaft. Wird von Akrab bestrahlt. Akrab, dieser Stern, befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, oberhalb von Augen, und die Inder nennen das als dritte Auge. Das ist die Hellsichtigkeit. Und das ist natürlich deine spirituelle Begabung, aber jetzt mal bezüglich auf die Partnerschaft, weil diese Energie wirkt auf die Partnerschaft, verinnerliche das in die Liebe Partnerschaft, schau nach innen. Und wenn dein Gefühl sagt, dieses dritte Auge, deine Hellsichtigkeit oder dein inneres Gefühl sagt, ja, das ist richtig, dann triff die Entscheidungen nach deinem Gefühl. In indischen Astrologie wird Rahu und Ketu sehr betont, weil das sind die karmischen Knoten. Ketu zeigt die alte Karma, die alten karmischen Erinnerungen, und das befindet sich in den Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier im zweiten Lebensbereich. Ketu hat nicht viel mit Materie was zu tun. Das ist mehr die spirituelle, das Geistige. Ketu hat zu wenig Bezug zum Geld. Und das kann natürlich ein Problem werden hier, gerade wenn es um Finanzen geht. Du brauchst das zum Lernen, mehr Bezug zum Haben, zum Finanzen und zum Geld. Rahu ist der Weg, was deine Seele ausgesucht hat, dein Lebensweg, etwas lernen, weil das dadurch hast du Lebenserfahrungen, und du brauchst diese Lebenserfahrung, ein Neuland, einen neuen Weg. Rahu ist im Schütze, das hat mehr Bezug zum Finanzen. Und das kann natürlich eine Unterstützung von Partner sein, dass besser ist, dass die Partner um die Geld kümmert, kann auch bedeuten, Geld kommt durch Partnerschaft. Uranus befindet sich im Krebs. Und zeigt Intuition, ich habe das falsch hier die Uranus eingeordnet, wie komme ich da dazu? Jetzt muss ich das kontrollieren im Horoskop. Ja, Uranus, tatsächlich ist das Krebs, weil wir über Sprache gesprochen haben, dein Talent, Bücher zum Veröffentlichen, hier im Krebs, im dritten Lebensbereich. Und hier kam auch zum Sprache, Arbeit, Buch zu veröffentlichen, kam sicherlich dadurch diese Verwechslung. Nein, Uranus ist hier im Krebs, Uranus im Krebs, im dritten Lebensbereich. Und befindet sich in ein Mondhaus, genauso wie Jupiter. Und dieser Mondhaus heißt Pushia und zeigt deine Intuition und auch das Gefühl, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und Pluto im Löwe befindet sich im Mondhaus Makha. Und das ist was ganz Besonderes, weil wird von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist der Stern der Könige und Herrscher. Und das steht seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden immer mit diesem Herrscher in Verbindung. Und das musst du dein Leben so beherrschen, dass du selbst diese Kraft in dir hast. Regulus befindet sich in den Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist der Herz der Löwen. Dein Herz hören, dein Herzensangelegenheit gibt dir die Stärke und zeigt dir etwas Wichtiges. Das Herz ist wie eine Schatztruhe. Da ist alles drin, was wir lieben.
ob das jetzt die Hobby ist oder Berufung oder die Familie oder die liebe Partnerschaft oder Kunst oder Sport oder Reisen. Jeder Mensch liebt etwas. Und das ist in unserem Herzen beschrieben. Und Regulus ist die Herz der Löwen und zeigt etwas. Öffne dein Herz für alles, was du liebst und lebe das, weil daran liegt deine Stärke oder das, was dich stärkt. Und dann fühlst du dich selbst sicher. Sonne, Mond und die Planeten stehen immer in Verbindung. Das ist wie ein Netzwerk. Jupiter steht mit Venus, eine wunderbare Verbindung, Glück in die Liebe, Glück, all das, was kreativ ist, deine künstlerische Begabung bringt dir Glück. Saturn steht mit beiden Mondknoten in eine wunderbare Verbindung, du hast ein gutes Karma geerbt. Venus steht gegenüber von deinem Aszenden, das spiegelt dir etwas und das bedeutet dein Seelenpartner, aber auch wieder die Gleichgewicht. Du brauchst in der Partnerschaft den Gleichgewicht und dann haben wir eine interessante Verbindung, einmal dein Aszendent und Neptun und einmal Mond und Saturn. Beide bilden sich einen sogenannten Quinkungsaspekt. Das kannst du so vorstellen. Vor dir ist ein Pendel und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand würde dich fragen, du sollst beschreiben, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen. Nach links oder rechts oder bleibt stehen. Wie würdest du das beantworten? Du würdest sagen, ich weiß es nicht. Woher sollte ich das wissen? Ich weiß es nicht. Vielleicht links, vielleicht rechts, vielleicht bleibt stehen und bewegt sich überhaupt nichts. Und dadurch entsteht eine gewisse innere Unsicherheit. Soll ich nicht? Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es nicht so gut. Und diese Verbindung hast zwischen Neptun und dein Aszendent, das ist deine innere Unsicherheit, ob du die Wünsche anderen erfüllen kannst oder wirst du anderen vielleicht enttäuschen oder bist du wahrgenommen oder vielleicht doch nicht und dann fühlst du dich enttäuscht. Das ist diese Unsicherheit. Die andere Verbindung, was dich auch unsicher macht, das ist ein Mond- und Saturn-Verbindung. Mond hat einen Einfluss auf deine Gefühle. Mond symbolisiert aber auch die Mutter. Das könnte bedeuten, dass deine Mama war mal streng, mal nicht, mal so. Und du wusstest als Kind nicht, wie du dich verhalten sollst. Weil es war nicht die Richtlinie bestimmt. Entweder streng oder freizügig, entweder oder, aber bei dir wurde das nicht gezeigt, entweder oder, sondern einmal so, vielleicht heute so, morgen so. Und dadurch entsteht in Gefühlsebenen auch eine gewisse Unsicherheit. Saturn will aber Struktur. Und das kannst du auch aneignen, weil das ist eine schöne Eigenschaft. Aber wenn das mit Strenge verbunden ist, dann stoßt du in deine eigenen Grenzen. Natürlich kann das auch auslösen, dich als Mutter, wo du nicht weißt, wie sollst du mit den Kindern umgehen. Sollst du Grenzen setzen und Strenge zeigen oder sollst du alles erlauben? Das ist immer dieser vielleicht soll ich nicht. Das sind die inneren Gefühle, was hier eine gewisse Unsicherheit auslöst. Liebe Aniada, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist
Dendera Susanna Medici.